Dieser ganze Vorgang kann nur in einer ternären Aufspreizung, in einer Begehrensordnung stattfinden. Der Wunsch nach Sinn, Bedeutung, Persistenz, Ewigkeit kann sich nur aufrichten an der vorgezogenen Grenze der Limite des Definiten, des Unmöglichen, des Unüberschreitbaren, des Unerkennbaren, des Unfesttackerbaren, Unfestlegbaren, nie ewigen. Das Allerbestimmteste generiert sich nur als das Unbestimmte. Und das Unbestimmte erzeugt hinwiederum die Gegenreaktion dessen, dass etwas bestimmbar, definierbar, bedeutbar, Sicherheit, Ewigkeit, Unvergänglichkeit sein möchte. Und dieser Wechselkampf, wie gesagt, ist nichts anderes als das Aufeinanderhetzen von zwei ternär unlogischen Seiten, gedeichselt und inszeniert durch die dritte Drittelunmöglichkeit, dividiert durch das Rhizom, das nur auf eines hinaus will, eben dieser Drittveränderungs-Aberwitzigkeitsrekombinatorik von immer wieder Neukonfigurationen andersartiger Manieren. Wer also wollte sagen, man könnte nicht definieren, was der Sinn der Existenz in seinem Selbst verlieren, in seinem Selbst nicht sich erreichen können angeht. Das Produktziel ist immer dasjenige, worum sich alles dreht, in diesem Vortex, in diesem Spiralnebeln der Drittveränderungshochspannungen, Strudelungen, Vernichtungen und neue Zusammenscrabbelungen.